Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Haus Flipper. In der letzten Folge von Haus Flipper haben wir, haben wir da hinten das Zimmer fertig gemacht. Da stehen auch noch hier die ganzen Sachen rum. Haben wir das hier fertig gemacht, schön sauber. Ich habe da gerade was gehört. Und ich würde sagen, wir kämpfen uns jetzt einfach mal durchs Bad durch und schauen mal, wie schnell wir das hinkriegen. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, indem wir den ganzen Müll... Kakerlaken. Weg mit denen. Wenn man schon Kakerlaken im Haus hat, ne, dann muss man aber schon wirklich weit, weit, weit hinten sein. Also ich habe... Warte mich mal. Nee. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir nur einmal eine Kakerlake irgendwie im Haus gehabt hätten. So, okay, was ist hier die Aufgabe? Hier... Gegenstand entfernen. Okay. Anbringen WC kompakt. Okay. Hier soll ich nur Bodenfliesen legen. Okay, orange. Und hier auch Bodenfliesen orange. Okay, dann machen wir mal Bodenfliesen orange, würde ich mal sagen. Boden. Fliesen. Fußboden. Bodenfliesen. Orange. Ich glaube viele. Ich würde die mal ein bisschen vorne legen und dann halt hier auch nochmal schnell. Zack. Also das Klo ist fertig und hier brauchen wir noch was? Kompakt WC fair. Okay. Warum ist das WC fair? Kompakt WC fair. Ich würde es halt fair nennen. Jetzt kaufen. Dann montieren wir mal die Scheiße. Schraube rein. Eine andere Schraube rein. Alter. Ohne Scheiße, ich hasse Schrauben in echt. Ich hasse sie. Sie sind zwar sehr nützlich, das muss man denen ja lassen. Aber was soll ich denn hier nochmal? Okay. Aber sie gehen einem nach der Zeit so auf den Senkel. Fenster reinigen. Okay, ja, das kann ich. Haben wir hier links, rechts, oben, unten. Zack. Zack. Aber warte mal, ich sehe da noch ein bisschen Dreck. Warte mal, das muss ich mal jetzt schnell weg hier. Zack. Bodenfliesen, Keramik, Orange. Ah, die wollen ja auch Orange. Oh, sag das doch früher. Fußboden, Bodenfliesen. Orange. Kaufen viele. Da muss ich mir hier keine Sorgen drum machen, wenn ich die falsch lege. Klick. So, okay. Aber dann können wir doch hier den Durchgang auch so machen. So. Perfekt. Oh, jetzt müssen wir die Wände legen. Oh Gott. Okay, was für Bomben? Wandfliesen, orange. Ihr seid doch verrückt, wollt das ganze Zimmer orange machen, Kerl. Mosaik, Sepia. Wir machen Mosaik, Sepia. Mosaik, Sepia. Ist ein Fußboden, ich brauche Wände. Da. Kaufen viele, wir brauchen einmal hier für die Ecke eine. Meine Maus will nicht mehr, ich muss mir echt irgendwo mal eine neue Maus besorgen. Weil sonst wird es echt nichts. Also ich sag's euch, ich habe meine Maus jetzt echt gerne. Also deswegen gebe ich die auch ungern her eigentlich. Weil ich die wirklich schon lange habe. Auch jetzt gute 5, 6 Jahre. Ist eine von Red. So eine, ja, ich glaube, drüber war es wirklich so eine Turniermaus. Mega cool. Aber jetzt langsam funktionieren halt so ein paar Sachen nicht mehr. Also der Sensor ist teilweise aus. Teilweise geht die mittlere Maustaste nicht mehr. Und das ist natürlich für Spiele wie zum Beispiel City Skylines teilweise sehr verheerend. Wenn du nicht mehr mittlere Maustaste drücken kannst und die ganze Zeit aber eigentlich dich in deiner Stadt umsehen willst und dann mit den komischen Tasten auf der Tastatur arbeiten musst. Naja, aber was willst du machen? Ich werde wahrscheinlich irgendwann mal alles erneuern müssen. Also, Rechner ist ja schon erneuert. Vielleicht ein Drittbildschirm noch irgendwann. Damit ich, wenn ich streame, auf dem einen wirklich nur die Streams hab, oder die Streamübersicht hab, was ich, wie es gerade ausschaut beim Stream, und auf dem anderen wirklich den Chat reinstehen hab, was bestimmt mega gut wäre, einfach wegen der Übersicht halt. Und dann halt auch ein bisschen, dann vielleicht halt einen neuen Hauptbildschirm und dann halt den, was ich jetzt gerade hab, als Nebenbildschirm. Dass ich sozusagen den Hauptbildschirm dann curved mache oder so.
Ich weiß es nicht, muss ich mir überlegen, aber ich hätte gern irgendwie gleiche Bildschirme irgendwann mal, weil jetzt habe ich zwei verschiedene, einen uralten von Medion und halt meinen neuen von Asus. Hm. Die Kombination ist sehr praktisch, weil die Farben sind sowas von unterschiedlich, dass wenn du auf dem einen Bildschirm dir ein Bild anschaust und dann auf dem anderen Bildschirm denkst du dir, huch, das ist ja ein ganz anderes Bild. Oder hat da jemand mit Photoshop rumgespielt? Ja, so schaut das aus, ne? Also das ist echt grausam teilweise. Zack. Und so schnell kommt man auch noch hier mit den Fliesen voran, das ist der Wahnsinn. Also ohne Scheiß, wir können den Auftrag sogar beenden. Rein theoretisch. Als Bad machen wir noch fertig. Dann räumen wir noch in einem Zimmer auf. Kontostand, Einkommen werden es 14.000. Das hört sich doch echt gut an, oder? Dann würde ich sagen, tun wir in der nächsten Folge uns ein neues Haus kaufen. Und das dann einrichten. Zack, hier noch ein bisschen. Wie viel kriege ich eigentlich dazu? Achso, ich muss die Aufgaben komplett erfüllen, damit die überhaupt gelten, oder was? Ach hey, da fehlt noch eine Wand. Ja, ich brauche nochmal kurz jetzt kaufen. Dankeschön. Aber es ist auf jeden Fall so. Ich weiß nicht, was habt ihr am liebsten so an technischen Teilen, wenn an euren Rechnern? Seid ihr da auch so wie ich? Ich bin extrem Asus-lastig. Also ich habe eine Asus... ein Asus Mainboard, eine Asus Grafikkarte, Asus WLAN... Netzwerkteil, Asus Bildschirm. Das einzige, wo ich noch nicht Asus habe, ist Tastatur und Maus. Da bin ich immer noch bei meiner Red. Und das ist eine Red Strike, was ich als Tastatur habe. Oder ja, Strike 7 habe ich da. Also so eine mit Touchpad und allem drum und dran. Voll praktisch, wenn du schnell Sachen öffnen willst, machst du sowas Touchpad und hin und her. Ja, aber ich würde irgendwann gerne wirklich fast alles von Asus haben. Ich keine Ahnung, ich halte viel von Asus. Und ach du heilige Scheiße, wir haben hier eh immer reingeschaut, ne? Zack. Wir machen hier nochmal ein bisschen sauber und dann, bevor ich einräumen soll und ihr. Weil ich bin mir sicher, ich muss streichen. Ah, das können die. Oh Gott. Leute, ihr müsst es schon zuschrauben. Jetzt weiß ich, warum es hier plätschert die ganze Zeit. Ich hätte gedacht, das wäre ein Bad gewesen, aber das ist die Heizung hier gewesen. Ach hey. Soweit ist es schon. Achso, hier. Soweit ist es schon gekommen. Ja, dann wischen wir mal schnell hier. Das ist mal Stift. So. Weg damit. Einmal schnell alles sauber machen hier. Hier hinten ist irgendwo noch Dreck. So, okay, das Zimmer ist sauber. Ich darf doch sicher irgendwas noch abreißen. Das darf doch sicher weg. Anbringen, Fensterreiniger. Fensterreinigen tun wir noch und dann reicht's aber auch. Ihr habt uns schon zu lange beansprucht hier. Zack. Und sauber. Jetzt kriegen wir 15.000 für den Auftrag. Ich würde sagen, Auftrag beenden. Und schauen wir mal, was für eine schöne Hütte wir uns besorgen können. Bin echt gespannt, weil ich würde... Also wie gesagt, wir reißen alles raus und machen daraus was Neues. Home Sweet Home. Erstmal schön whoop, ein Spiegelei machen. Wenn ich eine Pfanne hätte. Benutzen. Schauen wir mal. Wir hätten. Au, 8 Mails. Substrat für Tinktur statt Blumen. Oh Gott. Oh, nee, danke. Bunker. Wäre interessant. Aber nein. Ich habe was gesagt und das machen wir auch diese Folge noch. Und zwar kaufen wir uns jetzt eine Hütte. Wir haben 90.000 zur Verfügung. Ich würde also mindestens. Das hier wäre doch interessant. Quadratmeter. Da hätten wir dann, ja, das nehmen wir doch mal, oder? Wenn ihr ein Haus zwischen Bäumen träumt, ist das das perfekte Angebot für sie. Zum Kauf ist ein renovierungsbedürftiges Haus aus einem abgelegten Waldgrundstück. Ich würde empfehlen. Grundstück hat 1000 Quadratmeter? Okay. Du hast ein neues Haus gekauft. Möchtest du nun dann hin? Wenn du jetzt im Büro bleiben möchtest, kannst du jederzeit zu deinem Haus übergehen, indem du die Pforten wegöffnen benutzt. Nee, ich will jetzt mal gucken, was die Hütte so zu bieten hat, ne? Also, in amerikanischen Pflanzen pflanzt man statt grünen Bäumen und Sträuchern am Rand des... Was? Satte grüne Bäume und Sträucher am Rande des Grundstückes. Halleluja! Ich glaube, wir haben hier einiges zu fällen. Aber erstmal zu den Kleinigkeiten. Halleluja. Besichtigung eigentlich, aber.
Zement. Also ich sehe schon mal einiges an Arbeit auf zukommen und viel Rollrasen zu verlegen. Wir machen das hier echt so eine Luxuswohnung. Ach du heilige Bimbam, Fenster reinigen. Das sehe ich. Oh scheiße. So ein dreckiges Fenster hat man ja noch nie. Ganz easy. So, ist sauber. Dann schauen wir doch mal in die Garage rein. Ich sehe da schon, da war, glaube ich, ein Blutunfall. Mach wieder zu. Mag ich nicht sehen. Ach du Himmelhilfe. Wo ist denn die Tür? Da. Okay. Ah, da geht's. Mach die halt mal auf so. Okay. Ich glaube, da soll eine Mauer rein, oder? Ich habe irgendwie das Gefühl, da sollte eine Mauer... Ach du heilige Scheiße. Ja, renovieren ist hier gut gesagt. Entweder hier kommen Fensterscheiben rein oder irgendwas anderes, aber... Oha. Aber es ist verdammt groß. Ist das da... What? Okay, das ist der Hinterausgang. Ach ja, hier auch noch Kakerlaken. Halleluja. Okay, ich glaube, wir haben jetzt die ganze Wohnung auf einen Schlag durch. Das wird Arbeit. Also als erstes würde ich den Gang hier anders verlegen. Also ich würde den gerade bauen. Also ich würde hier mal die Wand wegreißen. Das könnte die Küche werden. Dann würde ich... Nee, das ist das Wohnzimmer. Dann wird das davor die Küche. Dann wird das Küche. Dann reißen wir alles ein. Dann machen wir das zum großen Zimmer. Und hier haben wir, ja. Dann wird das hier Schlafzimmer mit hier Dusche. Und dann reißen wir hier die Wand auch an und machen wir ein großes Badezimmer rein. Dann wird das so ein richtig schönes, gemütliches Einfamilienhaus. Aber wir können ja alles anschauen, wenn die Wände mal komplett draußen sind. Ich würde sagen, wir gehen mal schnell nach draußen. Bevor ich hier einen Kotzreißkreis kriege. Wir müssen nicht erstmal hier den Müll wegkommen. Ach du heilige Scheiße, haben die hier für Müll gelassen. Da leckt ja sogar mein Spiel. Alter, was haben die denn hier veranstaltet? Nimm meine Schaufel. Ach du Heiliger, jetzt geht's so doch nur los. Weg damit. Weg damit. Weg mit dem Schundluder. Gott, ist das viel. Was haben denn die angestellt? Also hier sind ja Ziegel drin, die gar nicht in dem Gebäude verbaut sind. Da haben die einen Bunker? Gibt es da einen Bunker, von dem ich nichts weiß? Okay. Hier vorne ist ja schon mal großteils alles weg. Das wird eine lange Tinktur, sage ich euch. Oder ich mache es in der nächsten Folge halt ein bisschen mit mehr Speed-Ups und mehr Action-Geladenheit. An dieser Folge würde ich sagen, tun wir noch ganz gemütlich und mal den Außenbereich. Ach du heiliger Bimbam. Also das Holz kann ich ja verstehen, den Zement, aber ich kann immer noch nicht verstehen, woher die Ziegel kamen. Immerhin war das doch... Ach du heiliger... Das schaut so aus wie, oh, wir haben Bierparty gemacht, haben ein geiles Haus gebaut. Ey, ich verkauf's jetzt. Der Nächste kann sich darum kümmern, dass es fertig wird. Sie haben da vorne auf jeden Fall schon alles aufgeräumt. Ne, ich sehe da schon wieder hier. Oh Gott, das da. Wenn man mein Klicken hört, ich hämmer nur so auf die Tastatur drauf. Will ich senden? Ach du. Schon wieder so viel. Zack. Man ist jetzt mit so easy Spatenstich 2.0. Zack. Weg
ist das Zeug? Hand wieder in die Hand nehmen. Oh. Ey, da hinten ist auch noch was. Das ist wieder so eine Flasche. Wieder mal so eine besteuerte Flasche, ey. Gott, wir haben hier echt viel zu machen. Ich würde das Ganze hinten mehr so zu einer Poolgegend machen. Wisst ihr, was ich meine? Dass wir hier einen richtig geilen Pool reinsetzen. Also du hast ja hier schon extrem viel Fläche. Warum nicht ausnutzen? Bäume weg. Wenn dann schon selbst gepflanzte Bäume, richtig geile. Ich habe das Gefühl, wir können hier auch das Haus abspritzen. Nur einmal hier noch so rum. Zack, einfach mal sauber machen. Ich glaube, ich habe jetzt außen mal alles wirklich sauber gekriegt. So. Ich weiß ja nicht genau, was kann ich da reinbauen? Türen? Fenster? Schauen wir mal schnell. Ich kann Zaun reinsetzen. Wir gehen mal nach innen. Machen wir mal das Zimmer hier kurz sauber. Wird ja eh alles noch abgerissen, aber man kann sich mal schon drum kümmern, dass man ungefähr weiß, was man zu tun hat, ne? Aber hier muss es doch dann eigentlich Architektur. Na, ich bin im Gartenbereich. Haha, falscher Bereich. Lampen, Badezimmer, elektrische Aussicht, sonstiges. Ja, ein Gerücht brauche ich jetzt nicht unbedingt. Eine Saunabank. Oh, wir können eine Sauna bauen. Aber nee. Erstmal müsste ich erstmal wissen, wie ich Wandfliesen. Gips. Einmal voller Gips. Ah, wahrscheinlich muss ich die Wände vergipsen auch noch. Uiuiui. Wände. Kann ich einfach hier Mauer und dann... Was ist denn das dann? Ich hab gedacht, ich kann jetzt hier anstatt... Zu wenig Platz, um die Wand aufzubauen. Ah. Also rein Tür... Warte mal, wir machen das jetzt mal. Wir probieren das mal. Ich hau jetzt mal hier. Das ist verarscht, oder? Dann brauche ich ein Fenster. Ich will ein Fenster. Baum im Fenster. Tür vielleicht? Fällt es unter Tür? Türen und Fenster, da haben wir noch was. Jetzt mal kaufen. Ach, sowas gehört dann hier rein. Ja, wenn man es richtig platziert hätte, würde es auch funktionieren. Aber warum brauche ich denn von sowas 3 Tonnen? Okay, nochmal weg mit dem Teil hier. Das nicht. Okay, was ist in der nächsten Folge zu machen? Wände raus, sauber machen, Türen raus, alles überdenken und schauen, was man macht. Und ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao!